Guten Abend zu diesem Event der Java User Group Switzerland. Mein Name ist Thomas Wenger, ich bin von der Java User Group Switzerland und führe durch den Event. Heute mit uns hier ist Marco Behler. Er wird seinen Talk, und da hole ich jetzt noch die Slides dazu, warum du dir keine Sorgen um die Skalierung deiner Web-App machen musst, präsentieren. Und die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass dieser Talk schon mal geplant war. Und dann mussten wir dann effektiv am Tag des Talks kurzfristig absagen, beziehungsweise am Vorabend. Und was ist denn da dazwischen gekommen, Marco? Ich musste ins Krankenhaus, weil mein zweiter Sohn geboren wurde, 2 Wochen vor dem Termin. Ich hatte gehofft, ich schaffe es noch zum Talk, aber just an diesem Tag wirklich ist es dann passiert. Okay. Herzlich willkommen bei uns. Schön, bist du da. Und vielen Dank für die Erklärung. Und ich finde ja, das ist eigentlich der beste Grund der Welt, um kurzfristig einen Vortrag abzusagen. Finde ich auch. Also, umso schöner bist du jetzt heute mit uns hier dabei. Kurz bevor Marco loslässt, ein paar Dinge zu unserer Plattform BigMarket, die wir hier verwenden. Ihr habt 2 Bereiche, wo ihr interaktiv mitmachen könnt. Also zum einen ist das der Chat. Da dürft ihr euch wirklich austoben, grüßen, Anmerkungen machen. Ihr dürft auch sagen, wenn irgendwas technisch nicht klappt, dann wird Markus, der die Regie im Hintergrund macht, versuchen, das zu lösen und euch zu antworten. Wenn ihr aber eine inhaltliche Frage an Marco habt, dann separiert das bitte, wechselt in das Tab Fragen und Antworten und platziert eure Frage da. Falls es so eine ähnliche Frage da schon hat, dann dürft ihr die natürlich auch upvoten. Wir werden am Schluss der Session die Fragen dann von oben nach unten beantworten, also so, dass eigentlich die am höchsten gewoteten Fragen auch zuerst beantwortet werden, sicher. Wenn ihr direkt interaktiv in den Dialog mit uns oder mit Marco treten wollt, dann könnt ihr am Schluss nach der Session einfach dabei bleiben, dann werdet ihr automatisch weitergeleitet ins WonderMe-Tool, das auch erreichbar ist unter wonder.juk.ch. Da könnt ihr dann eure Kamera einschalten, wenn ihr mögt, und euer Mikrofon, und dann können wir wirklich gemeinsam eure Fragen diskutieren oder einfach auch sonst networken. Also eine ganz nette Sache. Markus und ich haben das vorher ausprobiert und es funktioniert wunderbar. Über Kinder reden zum Beispiel, alles ist möglich. Genau, also wir sind da sehr flexibel. Hauptsache es macht Spaß. Genau, und jetzt sind wir auch schon bei dir, Marco. Also du arbeitest als Developer Advocate bei JetBrains. JetBrains kennen wahrscheinlich die meisten von uns als Firma hinter zum Beispiel IntelliJ und auch anderen Tools. Und du bist auch mir selber bekannt, dass du komplexe technische Themen verarbeitest und die wirklich genial, didaktisch geschickt aufbereitest und dann weitergibst. Also früher habe ich dich gekannt von MarcoBehler.com, konsumiere ich heute immer noch gerne ab und wann, und eben jetzt auch in deiner neuen Rolle bei JetBrains. Vielleicht magst du dann kurz noch etwas dazu sagen. Und auf Twitter bist du auch unter @MarcoBehler.com. Und jetzt will ich gar nicht mehr länger werden und übergebe gerne an dich, Marco. Vielen Dank, bist du da? Vielen Dank, Thomas. Wie gesagt, ich will gar nicht zu viele Worte über mich selbst verlieren. Ich arbeite bei JetBrains in München und wie Thomas gerade sagte, ich versuche komplexe Themen wie das heute einfach zusammenzufassen für jedermann. Und am Ende könnt ihr mir sagen, ob das heute funktioniert hat mit dem Thema, um das es heute geht. Das ist nämlich das Thema, warum du dir keine Sorgen machen musst, um deine Web-App zu skalieren. Und ich wollte diejenigen Leute abholen, die die Situation vielleicht kennen, dass ihr eine neue Web-Anwendung baut und dann kommt irgendwann kurz vor Launch oder einfach ein Major-Update für eure Anwendung. Und kurz vor Launch kommt dann eine Business-Person und sagt, skaliert unsere Anwendung überhaupt? Oder was ist, wenn morgen zufälligerweise 5000 Leute gleichzeitig kommen und alle die Anwendung benutzen? Schaffen wir das? Können wir das? Oder was ist, wenn wir Leute nur noch 20 Megabyte XML-Files hochladen? Und dann kann man irgendwie sowas murmeln von wegen, ja, Kubernetes, Auto-Loading-Cluster, bla bla, Load-Testing. Aber ich habe mir gedacht, abstrakt dahinter steht noch fast eine andere Frage.
Und zwar, wenn ich mir mal anschaue bei Amazon die EC2-Instanzen, die es gibt, die verschiedenen. Ich habe hier die Übersichtsseite offen und ich sehe, Amazon hat mehrere Kategorien hier auf der linken Seite. Und es gibt General-Purpose-Instanzen, also Maschinen, die ich bei Amazon mir mieten kann, EC2, von T4G, T3 bis A1. Ich glaube, es sind 15 Stück. Dann gibt es die Computer-Optimized-Instanzen von C7G bis C4, über C5, HP, C6A. Es gibt Accelerated Computing von P4, P3 bis VT1, F1. Und wenn ich mir die alle durchklicke, habe ich am Ende 70 verschiedene Instanzen mit allen Buchstabenkombinationen, die es quasi so gibt. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, naja, welche brauche ich eigentlich und was kann so eine moderne Instanz eigentlich, welche Load kann so eine moderne Instanz bei einer Anwendung eigentlich handeln? Und ein Teil der Antwort ist natürlich Load Testing. Und ich habe mir gedacht, naja, gehe ich jetzt her, weil jeder von uns wird schon ein bisschen Load-Testing gemacht haben, JMeter abgefeuert und mal geguckt. Aber ich dachte mir, ich will noch ein paar Leute fragen, die vielleicht schon größere Anwendungen gesehen haben, zum Beispiel die Hersteller von Nginx oder bei der Java-Welt die Hersteller von Jetty oder von Tomcat. Und die Jetty-Entwickler hatten sehr viel bei Stack Overflow geschrieben über ihre Instanzen, dass sie die machen auch Consulting, dass sie Instanzen haben mit hunderttausenden Connections gleichzeitig auf Server-Instanzen. Und ich dachte mir, ich frage die mal, ob die mir ein bisschen unter die Fittiche mich nehmen können, was Performance-Testing, was den ganzen Themenkomplex anbelangt. Und vieles von dem, was ihr heute Abend seht, habe ich quasi in E-Mails und im Schlagabtausch mit den Jetty-Entwicklern erfahren und hoffe, dass ihr es mit nach Hause nehmen könnt, selber ausprobieren könnt und am Ende für euch entscheiden könnt, hey, macht das Sinn? Ja, ich wiederhole es für mein eigenes Projekt. Und wenn ich feststelle, dass meine Instanzen zu teuer sind, geht zu eurem Chef und sagt, hey, ich hätte gern das Geld für die günstigen Instanzen, die Differenz und hätte ganz gern einen Lohnaufschlag. So viel mit dem langen Gelaber, weil was wir machen ist, ihr dürft ein bisschen meine Handschrift bewundern, die ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Ich will nämlich nur ganz kurz ein bisschen grob erklären, was das Szenario ist in den nächsten 10 Minuten, was wir tun werden und dann gehen wir auch ans Live-Coding und so weiter und so fort. Aber für unser Load-Testing-Szenario, was wir machen werden ist, ich mache hier einen Block und das ist der Server-Block. Wir fangen nicht an, jetzt sofort und kommen mit einer großen Microservice-Landschaft mit 20 verschiedenen Services, die wir hoch und runter fahren. Wir machen alles ganz simpel, um erstmal den Prozess zu verstehen, um was es hier eigentlich geht. Und auch wenn ihr meint, ihr habt schon 100-mal geload-testet, es lohnt sich ganz kurz, die ganz einfachen Basics kommen euch vielleicht bekannt vor, aber dann die meisten Sachen gleich danach dürften den meisten hoffentlich noch unbekannt vorkommen. Und auch hier bei dem einzelnen Server würde ich sagen, das Wichtigste ist am Anfang, ich will schnell und einfach einen Server wo installieren. Das heißt, ich nehme zum Beispiel einen Embedded Jetty oder einen Embedded Tomcat, den ihr eh schon aus der Spring Boot Welt kennt. Und mein Server, der macht nichts am Anfang. Das ist auch ein bisschen unrealistisch am Anfang. Fixen wir später noch. Der hat einen JSON-Endpunkt. Und sagen wir mal, ich mache eine boring Business Software. Ich kann Mehrwertsteuersätze abfragen. Und ich habe einen Endpoint, der gibt mir JSON zurück. Und da bekomme ich immer zurück ein JSON-Objekt. Für Deutschland ist die Umsatzsteuer, weiß nicht, 19%. Ist egal. Ich wollte nur irgendwas Langweiliges nehmen. Teil Nummer 1. Teil Nummer 2, was wir brauchen ist, wir wollen natürlich Load auf unserem Server erzeugen. Und dafür gehen wir her und haben das Konzept eines Loaders. Loader ist einfach eine Maschine, auf der im Endeffekt nichts anderes läuft als ein HTTP-Client. Und der Loader, der kann hergehen und der kann HTTP-Requests auf den Server abfeuern. Ich mache jetzt hier mehrere Boxen, weil, und das werden wir später vielleicht noch sehen, es ist so, dass Loader das Problem haben können, dass sie selber gar nicht hinterherkommen, die Load zu generieren, die man von ihnen erwartet. Das heißt, ich kann gerne mit einem Loader anfangen und dann vielleicht merke ich irgendwann, hey, ich brauche einen zweiten Loader, dritten Loader, vierten Loader, 10 Loader. Kommt darauf an, aber ich habe hier mal 4 Boxen gemacht. Das könnten aber 10 sein, das könnte auch einer sein.
Ich mag das Splitten, das Ganze, weil natürlich Load erzeugen braucht CPU, es braucht Memory, es braucht Network und ich will ja irgendwie möglichst sinnvolle Ergebnisse haben und nicht irgendwie vermischt haben, also was die Entwickler immer gerne machen auf einem Laptop, ja schnell Loader, Server, alles auf einem Laptop und dann irgendeine Zahl an den Chef geben, versuchen wir erstmal zu umgehen. Was die Loader nicht tun in meinem Setup ist, sie speichern nicht, wie lange die Requests gedauert haben. Also 10 Millisekunden, 5 Millisekunden, wie auch immer. Sie erzeugen nur konstant Load. Auch das ist wichtig, gar nicht so einfach, dass die Loader konstant zum Beispiel jede Sekunde 5000 Requests erzeugen. Konstant, jede Sekunde 5000, 5000, 5000. Stattdessen haben wir noch das Konzept einer Probe. Und die Probe, die ist einfach ein Loader. Eine Art Loader, die geht auch auf den Text, auf diesen Text-Rate-Endpoint. Und die schickt aber nur so ein bis zwei Requests pro Sekunde. Die Probe simuliert sozusagen einen End-User. Die Probe geht her, sagt, ich benutze mal kurz meinen Service, meinen Server, ich benutze ihn. Währenddessen gehen die Loader her und können auch ihre Load hochfahren, runterfahren. Und dann schaue ich mir sozusagen an, bei meiner Probe, wie ändert sich bei meiner Probe die hoffentlich Millisekunden-Response-Times, die Latencies. Hier, von meiner Probe. Das ist das normale Setup, das dürfte vielen Leuten schon bekannt vorkommen, aber ich wollte es nur mal ganz kurz gezeigt haben. Und nur für den, falls Leute Code sehen wollen, was dieser Endpoint, den wir gleich hochfahren werden, ich zeige euch mal den Code dazu. Ich habe hier wirklich ein Servlet geschrieben, ein Java-Servlet, Basic Java-Servlet. Es hat eine DoGet-Methode. In dieser DoGet-Methode wird ein Bogus-Objekt erzeugt, New Tax Rate. Da steht immer drin, deutsche Umsatzsteuer. Und dann eine Zufallsnummer. Also da steht nicht mal 19% drin, sondern eine Zufallsnummer, damit wir ein bisschen CPU verbrennen. Und dann schreibe ich das Ganze als JSON einfach zurück an den Browser. Und ich benutze keine Library dafür, kein JSON, sondern ich nehme good old String Concatenation, um mein JSON zu erzeugen. Auch jetzt, denkt euch nichts, wir machen das Beispiel so simpel wie möglich, um den Prozess zu verstehen nochmal. Und danach können wir eine echte Spring Boot Anwendung nehmen, 20 Microservices, Libraries ohne Ende, aber erstmal muss der Prozess quasi drin sein. Gehe ich mal kurz zurück zu meinem Bild, weil was wir tun werden ist, um mal ein bisschen runter zu scrollen noch, jetzt in den nächsten Minuten, gehen wir mal her, machen hier noch einen Strich rein, ganz schön Schäpser Strich. Wir werden also verschiedene Runs haben, wo wir zum Beispiel sagen, hey, jeder unserer Loader soll mal 250 Requests pro Sekunde abfeuern, mal 4. Das wären dann zum Beispiel 1000 Requests pro Sekunde insgesamt. Und dann schauen wir am Ende, wie sehen die Response-Zeiten aus von unserer Probe. Dann können wir es wiederholen mit zum Beispiel 1000 mal 4, 4000 insgesamt zum Beispiel und schauen, wie sind die Response-Zeiten von der Probe. Und dann schauen wir einfach weiter und weiter und gucken mal, wo es hingeht. Ich habe, und da könnt ihr gerne danach im Chat fragen, muss ich mal kurz gucken, dass ich hier hochkomme. Ja, genau so. Ich habe eine Java-Klasse, ich benutze keinen JMeter, ich benutze keinen Gatling. Ich habe eine Java-Klasse, wo ein bisschen ein Tool dabei ist von den Chatty-Entwicklern, ein Chatty-Load-Testing-Framework, die diese vier Loader in Amazon hochfährt, den Server in Amazon hochfährt, die Probe in Amazon hochfährt. Und dieses Load-Testing-Szenario für nur 30 Sekunden ablaufen lässt. Und das Ganze dauert ungefähr auch, ja, eben 30, 45 Sekunden irgendwie, bis der Test-Run zu Ende ist. Das heißt, was ich machen werde, ist, ich switche jetzt ein bisschen hin und her, weil ich möchte jetzt schon mal einen Test-Run starten, damit wir uns gleich darüber unterhalten können, was bei diesem Test-Run rauskam. Und wir aber nicht irgendwie eine Minute warten müssen, bis dieser Test quasi abgelaufen ist. Deswegen lasse ich jetzt schon mal einen Test laufen. 250 Requests pro Sekunde schickt die der Loader raus. Mal 4 sind 1000 Requests pro Sekunde gegen meinen Text Rate Endpoint. Gut. Während das passiert, während der Code abläuft, nochmal zurück zu meinem Bild, weil das waren jetzt die Basic Basics. Wir müssen noch ein bisschen mehr machen. Das hier ist ein Load-Test-Szenario auf der linken Seite, wie es viele vielleicht schon kennen. Jetzt ist aber die Frage, gerade bei Load-Testing, woher weiß ich eigentlich, dass mein Load-Test valide war? Dass irgendwas von diesen Daten valide ist, die ich da irgendwie generiert habe? Welche Daten soll ich generieren? Wie bekomme ich die? Was mache ich mit denen? Wie interpretiere ich die? Was haben die für eine Aussage? Was bedeutet das 5000 Requests pro Sekunde überhaupt? Und
diesen ganzen Komplex müssen wir angehen. Und heute kommen noch relativ viele Daten, die wir gleich anschauen werden. Wir fangen mal an mit, was zum Beispiel sinnvoll wäre, sich anzuschauen während zum Load-Test. Und da fange ich mal an mit dem Big Picture Operating System. Und zwar von jedem Teilnehmer in dem Load-Test. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich möchte CPU-Daten haben von dem Server, von den Loadern, von der Probe. Ich möchte Memory-Daten haben. Ich möchte wissen, wie die Memory-Usage ist von allen Teilnehmern. Ich möchte wissen vielleicht, wie sieht es mit meinem Netzwerkadapter aus bei jedem Teilnehmer? Wie viel Input-Output hat der? Ich möchte vielleicht wissen, wie sieht es mit der I.O. aus? Also wenn ich einen Service hätte, der jetzt viele Daten lesen und schreiben würde, ist meine Festplatte vielleicht das Bottleneck? Weil ich möchte feststellen, wie vorhin schon erwähnt, sind meine Loader das Problem und haben die vielleicht gar keine Loader erzeugt? Ist mein Server das Problem? Soll heißen, kommt er langsam an seine Grenze? War irgendwas mit der Probe los in diesem ganzen Prozess? Und wenn ich alle Fragen mit Ja beantworten kann, alle, also CPU war valide, Memory war valide, Network valide, I.O., dann ist das schon mal ein gutes Anzeichen, dass mein ganzer Testrun valide war. Da hört es aber noch nicht auf. Wir wollen noch ein paar mehr Daten einsammeln. Wir wollen nicht nur das Big Picture haben, sondern es wäre auch schön, sozusagen ein von meiner Anwendung selber ein bisschen ein Detailed Picture zu haben. Entschuldigung für dieses Denglisch, aber ich spreche fast den ganzen Tag auf der Arbeit Denglisch und deswegen schleicht sich das hier so ein. Detailed Picture. Was könnte ich zum Beispiel haben wollen? Aktuell messen wir die Response-Zeit, die die Probe übers Netzwerk an den Chatty-Server hat. Eigentlich wäre es auch spannend zu wissen, nur meine Business-Logik, also alles, dieser kleine Block hier drin, der zum Beispiel SQL-Statements später auswertet, sonstiges Zeug macht, was hat der eigentlich für eine Response-Time? Also ich sage mal Response-Time von der Business-Logik. Sind zum Beispiel meine SQL-Statements das Problem? Ist es irgendwas anderes? Ich könnte Interesse haben am Profiling-Data. Und zwar zum Beispiel an Flame Graphs. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon mal mit Flame Graphs gearbeitet haben, aber eigentlich wäre es auch schön, von einem Server zu sehen, hey, wie verhält sich meine CPU, wie verhält sich meine Memory? Und zwar bezogen auf meine Anwendung. Wo wird am meisten Zeit zum Beispiel verbraten? Und dann könnte ich auch noch wissen wollen, was ist mit meinen Garbage Collection Logs? Waren irgendwelche Probleme in meiner JVM? Ist meine JVM irgendwie gestallt? Und jetzt sehen wir, wir haben nicht nur das Szenario an der linken Seite, sondern was wir auch schaffen müssen ist, wir müssen es schaffen, von jedem Teilnehmer diese ganzen OS-Werte zu sammeln. Wir müssen es schaffen, von jedem Teilnehmer nur vom Server die Anwendungswerte erstmal zu sammeln und zu gucken, wie verhält sich der Server. Und dann haben wir die große Aufgabe, nach jedem Testrun diese ganzen Daten auszuwerten und uns zu entscheiden, war das gerade ein valider Testrun? Und ist unser Server in der Lage, eigentlich gerade mit dieser Load klarzukommen? Und das ist der zweite Teil, der nun nach diesem schönen Picture erfolgt, weil mein Skript geht auch her, meine eine Java-Klasse geht her, erzeugt diese ganzen Daten mit ganz einfachen Linux-Befehlen, die man auf dem Server ausführen kann oder auf jedem Teilnehmer ausführen kann, speichert die Daten in Dateien, lädt die Dateien runter am Ende vom Load-Test. Und wir haben jetzt das Vergnügen, uns diese ganzen Daten anzuschauen, und nur einmal gesehen zu haben, wie könnte man diese ganzen Daten interpretieren, auswerten, sodass, wenn ihr später nach Hause geht, das Gleiche ausprobiert, dass ihr noch ungefähr eine Ahnung habt, was ihr da so vor euch seht. Gut, das bedeutet, ich gehe mal zurück. Ich habe gesehen, hier mein Testrun ist durchgelaufen. Das bedeutet übrigens, ich starte gleich mal den nächsten Testrun mit 5000 Requests in der Sekunde, damit wir nicht auf den warten müssen. Und während dieser Testrun läuft, gehen wir her und schauen uns mal Daten an. Das wäre jetzt der Moment, wo ihr nochmal einen kurzen Schluck Whisky trinken könntet, weil jetzt sehen wir gleich Daten. Meine Java-Klasse geht her und lädt einfach, erzeugt nach jedem Testrun so einen Results-Ordner und das müsstet ihr natürlich mit JMeter und so weiter und so fort auch ähnlich gestalten. Ein Results-Ordner, wo man mit einem Timestamp jeden Testrun hat, den man gemacht hat. Also wir werden gleich sehen, um 18.18 Uhr habe ich gerade den ersten Testrun gelaufen. Jetzt kommt gleich nochmal ein Testrun dazu oder es kommen noch 3, 4 Testruns dazu. Und dann wird es quasi für jeden Testrun einen eigenen Ordner geben. Dann gibt es noch einen übergreifenden Ordner, der alle Testruns zusammenfasst. Und da ist ein kleiner Plot drin, ein Graph. Und den schauen wir uns mal an und gucken mal, was in diesem Graph zu sehen ist. Ich hole ihn mal kurz rüber.
Was ihr hier seht, keine große Panik. Wir sehen ein Histogramm. Wir können uns darüber streiten, ob das ein Histogramm ist oder nicht. Es ist ein High Dynamic Range Histogramm, heißt das, nennt sich das hier. Und ihr seht hier einen Test Run. Das ist der Test Run blau, 1000 Requests pro Sekunde. Und hier in diesem Histogramm sind die Latenzzeiten von der Probe gegen den Server zu sehen. Einfach nur, ich sage als Histogramm, als Graph, mit auf der linken Seite der Response Time in Mikrosekunden. Das sind keine Millisekunden. Das heißt also, ihr müsst auf 1000 teilen. Das heißt, ihr habt eine Millisekunde, 1,2 Millisekunden, 1,5 Millisekunden, 1,7 Millisekunden. Und dann seht ihr die Requests. Es wurden ja 30 oder 60 Requests abgeschickt. Seht ihr hier zum Beispiel 90% der Requests, die die Probe abgeschickt hat, die waren in 1,4 Millisekunden ungefähr, waren die fertig. Es gab mal das Odd Request, hier 99% ungefähr, das hat 1,7 Millisekunden gedauert. Aber alle Requests, die quasi abgeschickt wurden von meiner Probe, die haben irgendwas zwischen einer Millisekunde und 1,7 Millisekunden gebraucht. Ist jetzt nicht verwunderlich, weil unser Servlet macht überhaupt gar nichts im Backend, außer ein bisschen Daten zu erzeugen, ein bisschen Textrate JSON zu erzeugen. Aber es ist mal wichtig, es gesehen zu haben, wie das Histogramm aussieht. Und umso mehr Testruns wir jetzt haben, sehen wir gleich neue Linien, die hier verlaufen werden. Und wir werden irgendwann auch sehen, wenn die Load zu groß wird, wie sich die Linie drastisch verändern wird. Und das ist ein ganz gutes Tool in der Toolbox zu sagen, hey, ich hätte einfach ganz gern ein großes, knappes Histogramm von meinen Response-Zeiten, von meiner Probe, um rauszufinden, war die Load vielleicht gerade zu groß oder ist quasi alles im normalen Bereich. Das war Tool Nummer 1, das HDR-Histogramm. Gehen wir mal zurück und schauen, was es noch für Daten gibt. In diesem Ordner, im Testrun-Ordner, ist es so, dass es für jeden Teilnehmer, also 1, 2, 3, 4 Loader mit den jeweiligen IP-Adressen, plus der Probe, plus dem Server gibt es einen Unterordner. Und da sind alle Daten drin, die der Test gesammelt hat zu dem jeweiligen, zu der jeweiligen Maschine. Fangen wir mal bei den Loadern an, was es da zu sehen gibt. Es gibt im Loader nochmal Unterordner für Operating System. Fangen wir da mal an. Ich sehe ein CPU.log. Ich habe das vorhin schon erwähnt. CPU.log, das kommt aus einem ganz einfachen Linux-Kommando. Und keine Sorge, was hier passiert, ich mache es so simpel wie möglich. Das Linux-Kommando läuft aktuell alle 10 Sekunden, der Test läuft 30 Sekunden. Das heißt, ich habe 3 Snapshots von meiner CPU, die ich hier in diesen Tabellen sehe. Jetzt kann ich hergehen und kann sagen, ich schaue mir erstmal nur die Zeile an, die All-Zeile, weil ich habe lustigerweise 8 CPUs in jedem meiner Loader drin. Ich kann mir aber auch einfach nur das Average anschauen, den Durchschnitt, und sehe hier, um es ganz einfach zu machen, die alle CPUs waren im Durchschnitt 98% idle zu diesem Snapshot. Hier nochmal 98%, 99% idle. Das heißt, sie haben fast gar nicht gearbeitet, 1% gearbeitet, 0, irgendwas Prozent gearbeitet. Also die CPUs von diesem Loader hatten absolut kein Problem, die Load zu erzeugen, die wir brauchen für diesen Test. Die 250 Requests pro Sekunde. Kurzer Check, ich checke die CPU und mache weiter. Ich kann nämlich weitermachen. Übrigens, bevor ich weitermache, Entschuldigung für das Hin- und Her-Switchen. Ich habe gerade gesehen, mein nächster Testrun müsste fertig gelaufen sein. Das heißt, ich fange schon mal an und mache noch einen weiteren Testrun mit 5000 Requests in der Sekunde. Scrollen wir ein bisschen runter. Jetzt schicken wir schon insgesamt 20.000 Requests kombiniert an den Server. Und wenn wir das machen, bevor ich wieder den Memory Log und Network Log uns anschaue, lasst uns noch mal kurz in den Plot schauen, ob der sich verändert hat. Ihr seht nämlich in dem Plot jetzt auch schon, ha, hier ist meine zweite Linie und ich sehe, wow, auf einmal die 5000 Requests pro Sekunde, die Response-Zeiten von meiner Probe, die sind sogar noch besser als vorher von diesen 1000 Requests pro Sekunde. Und da muss ich dazu sagen, gerade bei diesen Grafiken, und das ist ein großes Thema mit dem Interpretieren von den Visualisierungen, wir sind hier im 1-Millisekunden-Bereich. Und dieser Unterschied hier sieht so groß aus aktuell, aber wir sind wirklich im Sinne von 100 Mikrosekunden Unterschied, was wirklich gar nichts ist. Also eigentlich verlaufen diese beiden Linien aktuell gerade noch übereinander, auch wenn sie visuell gerade so aussehen. Und worauf ich hinaus will, ist,
dass vor allem, wenn man sich so Graphen hat, muss man auch immer nochmal doppelt, trippel checken. Irgendwie panicke ich gerade, weil auf einmal die Linie so komisch aussieht. Warum sieht es so komisch aus? Wo kommt dieser große Unterschied her? Ist der Unterschied überhaupt groß? Und er ist es nicht. Wir werden nämlich nachher gleich noch sehen, wenn die Load steigt, wie wirklich andere Linien aussehen. Okay, aber nur nochmal zu checken, der Plot, ihr seht für jeden Run ungefähr, wo gehen die Response-Zeiten hin. Gut. Kurzer, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim Loader ersten Testrun, wir haben uns das CPU-Log angeschaut, wir wollen uns das Memory-Log anschauen. Memory-Log verläuft nach dem gleichen Prinzip. Das ist ein ganz großes Big-Picture-Memory-Log. Und zwar werden einfach wieder Snapshots gemacht, alle 10 Sekunden. Und ich sehe, naja, also meine Maschine hat 30 GB RAM, sie braucht 400 MB RAM, 425 MB RAM, 440 MB RAM. Sie hat noch 28 GB freies RAM. Also RAM war auch nicht das Problem, gerade diese Load zu erzeugen. Aber auch da wieder Quick-Check, CPU, Memory. Dann gehen wir weiter. Network Log. Das ist ein Graph, der oder eine Tabelle, die meist Leute verwirrt. Ganz einfach. Wir haben Snapshots wieder alle 10 Sekunden von unserem Network Interface. Aber diesmal sind quasi zwei Zeilen hier jeweils ein Snapshot, die ich hier markiere. Und wichtig ist eigentlich nur zwei Spalten. Und zwar die Received Kilobytes in der Sekunde und die rausgehenden Kilobytes in der Sekunde. Das heißt, wie viele Daten habe ich empfangen, wie viele Daten habe ich rausgeschickt. Und wenn ihr von Kilobytes auf, man rechnet ja meistens mit Megabit, mit Mbit oder mit Gigabit, wenn ihr auf Mbit kommen wollt, dann muss man durch 1000 mal 8 rechnen. Wir sind auf jeden Fall noch in diesem Beispiel hier gut entfernt, die 100 Mbit zu streifen. Das ist also auch kein Problem. Und irgendwann, wenn die Load riesig groß wird und gerade wenn ihr große, viele Daten verschickt, könnte es in der Tat auch sein, dass euer Netzwerkinterface das Problem ist und nicht CPU und Memory. Aber normalerweise dürften die meisten Leute von euch nicht an Netzwerkinterface-Limitationen kommen. Okay, die haben wir uns angeschaut. Dann geht's weiter. Ganz einfacher Quick-Fix, was man auch tun sollte, ist natürlich zu sagen, für unsere Loader, die schicken HTTP-Requests ab, ich sollte vielleicht mal ganz kurz querchecken, ob alle HTTP-Requests wirklich mit HTTP 200 zurückkamen oder ob die Implementierung geändert wurde und es kam eine 400 zurück oder es kam ein HTTP-Internal-Server-Error zurück, eine 500. Und auf einmal ist die Response-Zeit so schnell, so riesig, riesig schnell, was ich schon in der Vergangenheit in der Tat hatte und mich gefreut hatte. Und dann kam raus, oh ja, eigentlich hat der Test gar nichts getestet, weil die Antworten waren einfach nur Fehlerantworten. Und dieses Log-File, das ist ein Custom-Log-File, das sagt einfach nur, dass in Sekunde 0 hat dieser Loader 250 Requests losgeschickt. Die kamen alle mit HTTP 200 zurück. In der nächsten Sekunde des Tests hat er wieder 250 Requests geschickt mit HTTP 200. Die kamen also alle quasi okay mit HTTP 200 zurück. Auch da ist nicht so sehr das Format wichtig, aber einfach nur haltet euch im Kopf, wenn ihr den Loader anschaut, nicht nur Operating System Daten, aber auch den HTTP-Status zu checken. Gut, währenddessen habe ich gerade gesehen, es ist eine neue Datei dazugekommen. Mein Plot hat sich erweitert, weil der dritte Testlauf ist fertig. Der dritte Testlauf, um den wieder rüberzuziehen, sieht so aus. 20.000 Requests pro Sekunde auf meine EC2-Instanz. Übrigens, ich habe noch gar nicht erzählt, was das für eine Instanz ist. Ich habe einfach eine General Instance genommen, irgendeine, die günstigste, und dagegen fackeln wir diese Load-Tests ab. Okay, also hier hat sich noch nicht großartig was getan. Irgendwie die Response-Zeiten sind immer noch zwischen 1 Millisekunde und 1,7 Millisekunden. Wollen wir das Ganze mal noch etwas erhöhen? Und schauen wir mal, wie es aussieht. Mal gucken, ich habe 20.000 Requests. Jetzt schicken wir mal 30.000 Requests ab. Schauen wir mal, was bei 30.000 Requests passiert. 7.500. Pro Loader, gucken wir mal. Gut, das läuft. Das heißt, wir können weiter Daten gucken. Dann habe ich schon gemeint, wichtig ist zu sehen, wir sind immer noch beim Loader vom allerersten Testrun. Wichtig ist zu sehen auch, konnte der Loader konstant diese Load halten? Und wir wissen jetzt auch schon bei diesen 250 Requests in der Sekunde, konnte er das ohne Probleme. Aber auch da hilft es nochmal, das zu visualisieren. Wie ich das visualisiert habe in diesem Test ist, keine Sorge vor den Grafiken, bitte schaut einfach nur auf den Throughput hier unten. Es hilft einfach kurz, wenn ihr das könnt, zu visualisieren von eurem Load-Tester, habt ihr eine gerade Linie.
Das wollt ihr sehen. Gerade Linie in den Requests bedeutet, der Loader hat konstant 250 Requests jede Sekunde abgegeben. Wenn der einknicken würde, wenn der höher gehen würde und so weiter und so fort, würde wissen, hey, der Loader hatte Probleme und mein ganzer Testrun ist sozusagen invalide, weil die Daten nicht stimmen können. Der Loader konnte nicht mal die Load erzeugen, die ihr von ihm haben wolltet. Also auch das, sowas muss man visualisieren. Okay, jetzt haben wir einen Loader gesehen, der hat, die anderen Loader laufen alle nach Schema F, das heißt, die haben alle die gleichen Daten, die müsste man auch alle checken, das werde ich euch ersparen, die müsste man checken. Die Probe, die schickt dir nur ein, zwei Requests in der Sekunde ab, die müsste man auch checken, aber auch die dürfte eigentlich, wenn ich jetzt mir die CPU anschaue, guck mal, die CPU, die macht gar nichts, sie ist fast 100% idle sozusagen. Memory verbraucht die auch ein bisschen, 300 Megabyte Memory, okay, das ist eine Java-Anwendung, die da hochfährt. Netzwerk-Traffic, Receive by Kilobytes, also fast kein Netzwerk-Traffic. Und das ist einfach nur so kurz durchskippen an die wichtigen Punkte. Hey, wie sieht's aus? CPU, Netzwerk-Memory, HTTP-Codes sind in Ordnung und so weiter und so fort. Dann schauen wir mal unseren Server an. Unser Server, der müsste eigentlich, wenn ich mir die CPU-Log anschaue jetzt, das ist ein kleinerer Server, aber der hat nur 4 CPUs, nicht so wie die Loader mit ihren 8 CPUs. Aber auch der ist eigentlich ziemlich idle noch in diesem ersten Testrun. Also 1000 Requests pro Sekunde verbrauchen relativ wenig CPU, sehe ich hier sozusagen. Und das Gleiche wird bei Memory der Fall sein, also ein paar hundert Megabyte Memory. Netzwerk ist ein bisschen mehr, weil natürlich jetzt alle 4 Leute auf mich Netzwerk-Traffic einprasseln lassen. Aber auch da, das ist, das sind die beiden Spalten hier. Auch das hier ist noch keine 100 Mbit und weit entfernt davon. Okay. Dann geht es weiter. Und zwar habe ich vorhin schon gemeint, es wäre schön, auch beim Server nochmal dediziert zu sehen, wie sieht es aus mit der Business-Logik zum Beispiel, wie viel Zeit die braucht. Und ihr habt es gerade schon mal gesehen, bei diesem Graph beim Loader haben wir uns das angeschaut, da haben wir uns das unten hier angeguckt, den Throughput, wo ich sehe quasi auch, der Server hat jede Sekunde 1000 Requests, hat der Server jede Sekunde abgehandelt. Nur am Ende, wenn der Test aufhört, werden es dann weniger. Aber auch hier, wenn auf einmal der Graph ausschwankt, gibt es ein Problem. Aber ich sehe auch hier oben in diesem Balkendiagramm, ich traue mich schon gar nicht mehr das Wort zu sagen, die Response-Zeiten zu jeder Sekunde von einem Load-Test. Also es ist so aufgebaut, mein Embedded Chatty geht her und der kann wirklich enkapsulieren, ich habe ein bisschen Custom-Code geschrieben, wie lange dauert wirklich nur der Aufruf von meinem HTTP-Servlet, und das sind die Zahlen, die ihr hier seht, oder die Balken, die ihr hier seht. Und da seht ihr auch wieder links, naja, also mein Servlet, das braucht maximal 160 Mikrosekunden ungefähr, um diese Antwort zu geben, um quasi das JSON-Objekt zu erzeugen. Ist natürlich auch gar nichts, weil unser Servlet ja auch eigentlich überhaupt nichts macht, ja, bis jetzt. Aber das ist nicht wahnsinnig viel Zeit. 160 Mikrosekunden maximal, was haben wir hier? 120 Mikrosekunden, 128 Mikrosekunden. Das ist alles im Mikrosekundenbereich sozusagen. Und die meisten Requests, 99% der Requests, das ist der rote Balken, den ihr hier seht, die fackelt der Server innerhalb von 40 Mikrosekunden ab. Also auch da seht ihr jetzt, bis jetzt aktuell noch, der Server hat nichts zu tun, die Balken sind gerade, wir sind im Mikrosekundenbereich, es ist quasi alles in Ordnung. Okay, dann schauen wir mal zurück. Ich habe nämlich gesehen, jawohl, der nächste Testrun ist schon fertig. Ich muss wieder switchen, weil ich will nämlich hier auf einmal, machen wir mal 50.000 Requests in der Sekunde. Jetzt haben wir gerade 30.000 abgeschossen, machen wir mal 50.000 Requests und schauen mal, was bei 50.000 Requests passiert. Machen das mal. Na, ich glaube, der Test läuft sogar noch. Mal gucken. Ah, okay. Dann machen wir den mal, 50.000. Gucken wir, was passiert. Checken mal kurz das Plot zwischendrin von vorhin. Sehen auch hier, aha, okay, auch 30.000 Requests pro Sekunde. Die Antwortzeiten von meiner Probe, die sind immer noch. Also das ist alles sehr, sehr nah beieinander, ist sogar noch tiefer wiederum. Viele Requests, oder ihr habt den 90. Perzentil, sind die sogar noch tiefer, die Antwortzeiten. Davor sind die alle relativ ähnlich, auch wieder nur im kleinen Mikrosekundenbereich Unterschied. Jetzt gucken wir gleich mal, was mit 50.000 Requests pro Sekunde abläuft oder wie dann der Graph sozusagen aussieht.
Bevor wir dazu kommen, haben wir aber noch was anzugucken. Ich erspare euch nämlich die Garbage Collection Logs, von denen ich auch schon gesprochen habe, dass wir die uns auch noch anschauen. Weil wir haben schon die Operating System Daten gesehen, wir haben die Performance Daten gesehen, der Throughput und so weiter, die man alle visualisieren muss. Es gibt aber noch den Flame Graph auch noch. Und den wollte ich euch mal noch kurz zeigen. Und der dürfte vielleicht bei dem einen oder anderen den nächsten Herzinfarkt auslösen. Wieso? Jetzt haben wir hier, wupp, was sehen wir hier? Ein Flame Graph, ein guter alter Flame Graph. Und wenn ihr das mit, wenn ihr euch mal kurz auf die Farben besinnt, ist es so, der Flame Graph stellt dar, wie viel CPU-Zeit ist pro Request draufgegangen, aber nicht in absoluten Zahlen wie 5 Millisekunden, sondern einfach nur, mit was war sowohl mein Operating System, also mein Linux-Server beschäftigt, mit was war meine JVM beschäftigt, mit was war meine Anwendung beschäftigt. Und rot, orange und gelb bedeutet Operating System, Kernel und die JVM selbst. Das können wir also ignorieren, was die gemacht haben. Und grün ist, was unsere Anwendung gemacht hat. Und das heißt, wenn ich mir vorstelle, wenn ich hier ganz unten anfange, der Chatty ist mehr oder weniger einfach nur ein Thread-Pool und der runnt die ganze Zeit nur Threads, die Requests abarbeiten. Das heißt, dieser große Balken ist einfach nur die Thread-Run-Methode, die immer wieder läuft, um Requests abzuarbeiten. Und irgendwo innerhalb von diesem Thread-Run muss irgendwann mal meine Business-Logik aufgerufen werden. Und Gott sei Dank kann man hier drin suchen, zum Beispiel nach Plain Java. Das ist mein Servlet. Und jetzt haben es die Leute vielleicht gesehen, hier ist ganz klein, ist violett auf einmal angezeigt, von diesen 100%, wo der Thread läuft, ist quasi mein Code, mein Anwendungscode, ist nur zu 2,97% daran beteiligt, CPU-Zeit zu verbrennen. Und auch hier, das ist ein super simples Beispiel, das ist auch nicht realistisch, weil natürlich die Anwendung nicht wahnsinnig viel macht. Aber was ich euch mitgeben will im Prozess ist, neben diesen ganzen Operating System Daten und so weiter, bei großen komplexen Anwendungen macht es super viel Sinn, auch zu schauen bei den Load-Tests, wo ist automatisiert, wo verbrauche ich viel CPU, wo verbrauche ich viel Memory. Und das kann ich in dem Flame Graph sehr gut sehen. Und wenn ich dann auch einmal sehe, dass auf einmal meine Methode hier, ich kann auch draufklicken, wenn ich sehe, dass die dann wahnsinnig viel CPU aufessen pro Request, dann kann ich da hergehen und kann die versuchen zu optimieren und so weiter und so fort. Und ich kann sogar sehen, innerhalb meiner DoGap-Methode, wo wird da eigentlich am meisten CPU-Zeit verbraten? Und ich kann sehen, dass mein TextRate-to-String braucht irgendwie ein bisschen CPU, aber dieses Zufalls-Double zu generieren für meine TextRate braucht am allermeisten CPU, 2/3 würde ich ungefähr sagen. Meine Methode gehen drauf, quasi diese Random Number zu generieren. Immer noch, wir sind im Mikrosekundenbereich, das heißt, auch das bedeutet wieder gar nichts, 2/3, 1/3, was auch immer, relative Zahlen. Aber dass ihr es im Kopf habt, hey, wenn ich so einen Load-Test runne zum Beispiel, ich möchte mir eigentlich auch die Flame Graphs anschauen und mal gucken, wo wirklich irgendwie meine Methoden CPU oder Memory verbraten haben. Okay, jetzt schauen wir mal zurück, wie es mit meinem aktuellen Testrun aussieht. Ich glaube, der ist nämlich auch gerade durchgelaufen. Und jetzt gucken wir mal, ob die 50.000 Requests, ob die auch, was mit denen passiert ist, ob der Graph irgendwie anders aussieht. So, und das ist, weil ich natürlich smart bin und das schon mal getestet habe vorher, was passiert. Jetzt sehe ich, dass mein Plot, mein HDR-Histogramm, irgendwie ein bisschen anders aussieht als vorher. Und zwar jetzt sehe ich wirklich herausgezoomt, naja, also alle Testversuche vorher, 1000, 5000, 20.000, die sind im Endeffekt, haben die alle die gleichen Response-Zeiten. Bei 50.000 Requests pro Sekunde ist es so, dass mein Server immer noch antwortet, also die kamen alle mit 200 zurück, aber ich habe teilweise 100 Millisekunden, also ich sehe hier zum Beispiel, das ist mein, ich habe hier 50 Millisekunden, muss man ganz kurz gucken, das 70% der Requests dauern ungefähr 100 Millisekunden, weniger als 100 Millisekunden. Aber 100 Millisekunden ist schon eine mega Zeit dafür, dass es sonst nur eine Millisekunde dauert. Wir haben sogar das 99. Perzentil, wo auf einmal fast 200 Millisekunden für einen Request benötigt werden. Und das heißt, irgendwo zwischen 30.000 und 50.000 Requests pro Sekunde ist der Knackpunkt erreicht, wo hoffentlich, oder nicht hoffentlich, wo mein Server in diesem Case hoffentlich mit der CPU Probleme hatte, weil er einfach nicht mehr hinterherkommt, sozusagen die, mit der Anzahl der Requests. Und das können wir ganz einfach gegenchecken. Wir gehen mal her und schauen uns mal für den letzten Testrun, 18.38 Uhr, schauen wir uns mal an, wie es mit dem Server aussieht.
und wie es mit dem Server seinem CPU-Log ausgeht. Ich hoffe, ihr habt das richtig erwischt. Und wenn ich hier ganz nach rechts gehe, dann sehe ich bei den Snapshots, während dem ersten Snapshot, der war noch idle, den wollen wir ignorieren, dann haben wir 40% idle, im dritten Snapshot haben wir 95%, wo die CPU gearbeitet hat. Also es ist wirklich Maximum, wo die CPU gearbeitet hat. Und da ist nicht mehr viel Raum nach oben. Fast volle CPU-Auslastung. Das heißt, um jetzt in unserem Testfall könnten wir einfach sagen, hey, wir nehmen die nächstgrößere EC2-Instanz, testen es nochmal und schauen mal, ob ich mit 8 CPUs oder so weiterkommen würde. Aber hier sehe ich, okay, meine CPUs, die waren irgendwann in diesem Test mal am Limit, was zu erwarten war. Wenn ich mir die Memory anschaue, sehe ich, die Memory Usage ist auch gut hochgegangen. Wir haben 300, 400 vorher. Jetzt haben wir 1,6 Gig, 2 Gigabyte. Auch da sieht man jetzt schon bei diesem einfachen Beispiel, hey, ich könnte ein Big Picture kriegen, wo geht meine Memory Usage hin, wenn ich so einen Test länger laufen lasse und mit sehr erhöhtem Traffic. Der Netzwerk-Traffic sehe ich hier auch mal endlich Nummern. Und zwar ist es so, ich habe ja vorhin gesagt, von Kilobytes auf Mbit ist durch 1000 geteilt. Das heißt, wir wären hier bei 11 mal 8. Das müssten also summa summarum 88 Mbit sein, die ich empfangen habe. Und sogar noch mehr Mbits, 19 mal 8, 20 mal 860, die ich rausgeschickt habe. Also auch schon ganz schön was. Und da könnte es auch so, wenn ich nur einen 100 Mbit Netzwerkadapter hätte, dass ich da meine Grenzen stoßen würde. Also es ist auch schon eine ganz schöne Menge Traffic, die hier auf einmal eingeprasselt ist. Und ich müsste natürlich irgendwo in meinem Performance-Log noch sehen, was ich euch vorhin schon erzählt habe. Und ich würde einfach nur schärfen sozusagen für die geraden Linien, dass irgendwie hier ganz am Anfang aus irgendeinem Grund irgendwie noch super wenig Requests bearbeitet wurden, auf einmal super viele, ganz wenig, super viele und irgendwo gab es da scheinbar ein Problem zwischendrin. Es ist keine gerade Linie und auch komisch, dass am Anfang wenig bearbeitet wurden, dann super viele, aber es sollte an diesem Zeitpunkt quasi Alarm schreien, dass irgendwas mit unserem Test nicht stimmt. Und da kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt. Das ist so ein bisschen, ich habe euch den Prozess gezeigt und dieser Prozess, das waren jetzt gerade relativ viele Daten. Ich möchte aber nur mal im Kopf so mitgeben, wenn ihr Load testet in Zukunft, schaut, dass ihr aktuell, nicht nur aktuell, dass ihr von jedem Teilnehmer diese Daten kriegen könnt, die querchecken könnt und herausfinden könnt, hey, ist das, was ich ungefähr erwarte? Wie verhält sich meine Anwendung mit der Load? Aber, und das ist der große Punkt, ich habe euch jetzt nicht wirklich angelogen, aber irgendwie ist das, was wir auch gemacht haben, so ein bisschen Quatsch. Wir sind jetzt hergegangen und haben gesagt, ja gut, wir haben jetzt irgendwie einen Endpoint und dann laden wir dann 100.000 Requests in der Sekunde irgendwie hoch und schauen, bis unser Server zusammenbricht. Und das Schöne ist ja so ein bisschen, wenn man an Load-Testing denkt, dann machen viele Leute eigentlich so eine Art Limit-Testing. Man will immer sehen, wann bricht der Server zusammen. So ein bisschen wie bei einem Jogger, so ungefähr so, wie lange kann der Jogger laufen? Kann er 500 Meter laufen? 505 bricht er bei 506 Metern zusammen. Aber wir haben ja schon gesehen, dass es eigentlich nicht so ist, dass der Jogger einfach umfällt und ein Herzkasper hat, sondern eigentlich wird der Jogger immer langsamer und langsamer und dann irgendwann wird er noch langsamer und er läuft aber noch und dann hört er irgendwann vielleicht mal auf. Aber wir wollen eigentlich nicht so sehr wissen, wann stirbt der Jogger, wann stirbt der Server, sondern wir wollen wissen, in dem realistischen Szenario kann mein Server die täglich zu erwartende Load eigentlich abarbeiten. Und die ist selten so, dass der Server sterben muss, sondern das ist einfach eine ganz normale Load, die unter dem Tag aufkommt. Und das bringt uns zu den nächsten Punkten. Da mache ich nochmal kurz meine Handschrift auf. Um jetzt herzugehen und zu sagen, wie könnten wir das Ganze realistischer machen? Also der Prozess, den könnt ihr nehmen, der passt so. Die Frage ist aber nur, wie machen wir das Ganze nur noch ins realistisch? Das Erste, was wir brauchen zum Realismus ist, wir müssen uns natürlich überlegen, welche User Journeys macht der User auf der Webseite oft? Also es wird selten eine Anwendung geben, die jetzt irgendwie sagt, wir haben nur einen Endpoint, JSON Endpoint und da feuern wir irgendwie wie wild unsere Anfragen entgegen. Sondern selbst wenn ich eine Mobile App habe, eine Banking App oder eine Webseite habe, werde ich vielleicht wenn ich eine E-Commerce Webseite habe und vielleicht Produkte browse, vielleicht gehen 5 bis 7 Requests an mein Backend System oder noch viel mehr Requests durch mein Backend System und ich muss ungefähr wissen, was ist realistisch, was macht der User.
Und der User wird auch nicht nur den ganzen Tag das Password-Reset betätigen, sondern er möchte zum Beispiel beim E-Commerce hergehen und sagen, gut, ich browse Produkte und ich kaufe Produkte, die beiden wichtigsten Journeys. Das zweite ist, ich muss natürlich meine Infrastruktur auch realistisch machen. Also wir haben jetzt diesen Server, minimalen Server, der auch wichtig war, um den Prozess sozusagen kennenzulernen. Aber ich will natürlich den Prozess nicht nur gegen meinen einzelnen Server hier abfeuern, sondern gegen meine ganze Serverlandschaft. Vielleicht Server plus Datenbank, also dass ich zumindest diese zwei Boxen habe, mein Server und meine Datenbank dahinter. Oder vielleicht sogar Microservice mit 20 Microservices. Aber das macht das Ganze wirklich komplex, wenn ich gleich anfange, 20 Microservices zu testen und noch nicht mal weiß, wo welche Daten ich anschauen muss. Wichtig ist nur eins mitzugeben, dass wenn man, sobald man dann diese ganzen Landschaften testet, man oft auch so ein bisschen, wo ist der weakest link spielt. Soll heißen, wenn ich weiß, der hier verträgt 1000 Requests pro Sekunde, der hier verträgt 1000 Requests pro Sekunde, der hier verträgt nur 500 Requests pro Sekunde die Datenbank. Dann kann ich natürlich die Webserver autoscalen ohne Ende, aber mein weakest link sozusagen ist meine Datenbank am Ende und ich muss mich eher um die Datenbank kümmern oder um was anderes, also oder je nachdem, wer der weakest link ist, um den erstmal drum kümmern. Deswegen muss ich die Load-Tests nicht nur gegen die ganze Systemlandschaft abfeuern, sondern auch gegen diese einzelnen Systeme. Das dritte ist, absolute Daten. Vergesst mir diese absolute Fixierung mit den Daten, hatten wir schon. 1000 Requests pro Sekunde bedeuten gar nichts, wenn sie nicht in einer User-Journey eingebettet sind, wenn sie nicht in einem Server-Infrastruktur eingebettet sind. Diese ganzen synthetischen Daten, wie wir sie gerade gesehen haben, die sind zwar ganz nett, jetzt zu wissen, wow, diese eine Instanz konnte 40.000 Requests pro Sekunde handeln oder 20.000 Requests pro Sekunde handeln, bedeutet aber letzten Endes gar nichts. Weil wir müssen, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, und ich hoffe, den kann man hier lesen, eher noch an was arbeiten, das ich würde sagen, Expectation Management nennt. Und das ist eigentlich der größte Teil in diesem ganzen Zirkus, das Expectation Management hier unten drunter. Welche Load kann mein Service eigentlich erwarten? Business-Leute meinen es oft sehr gut, sagen die, ah, morgen kommen wirklich 10.000 Kunden, die müssen wir alle handeln können. Und aus meiner Erfahrung von allen Projekten, wirklich 100% aus der Vergangenheit ist es so, außer ich hatte schon mal Daten davor, die mir sagen können, am Black Friday zum Beispiel kommen dreimal so viele Leute, sind die Daten, die man bekommt, immer maßlos übertrieben und es werden niemals so viele Daten oder so viele User kommen auf die Website, wie man denkt. Wenn ihr meint, ihr seid das nächste Amazon, dann ist ein einfacher Test für diesen Oktober, dass ihr vor Black Friday auf Shopify einen Shop aufmacht, zum Beispiel einen Shop aufmacht und mal guckt, ob ihr es schafft, innerhalb von 3-4 Wochen, dass ihr Shopify zum Abstürzen kriegt, weil sie euren Black Friday-Traffic nicht verarbeiten können. Aber normalerweise ist es so, dass die Daten niemals zustande kommen werden. Jetzt sagt ihr natürlich, boah, Marco, das sind einfach nur Claims. Wir brauchen mal noch ein paar handfeste Daten, wie auch schon vorher mit der CPU und so weiter und so fort. Wir möchten sehen, dass irgendwie, können wir nicht irgendwie noch bei Twitter oder bei großen Plattformen sehen, was die ungefähr für Traffic haben. Und was ich zum Beispiel, jetzt habe ich ganz schön viele Browserfenster offen. Ich hoffe, ich treffe das Richtige. Ja, was ich zum Beispiel als groben Anhaltspunkt nehmen kann, ist das Stack Exchange Network. Das heißt, es sind alle Stack Overflow, zum Beispiel Stack Overflow und alle anderen Seiten, die unter dem ganzen Stack Exchange Netzwerk zusammenkommen. Wenn ich hier runter scrolle auf dem Stack Exchange Performance Blog, das ihr alle anschauen könnt, dann haben die Stack Exchange Leute einen neuen Webserver, die sind vielleicht geografisch distributioniert, das weiß ich nicht genau. Aber ich sehe hier, dass die ungefähr 300 Requests pro Sekunde mit einem Peak von ungefähr 450 Requests pro Sekunde abfahren. Und das soll jetzt nicht heißen, dass mein Hello World Servlet von vorhin Stack Overflow ersetzen kann. Aber es soll euch ungefähr eine Ahnung geben, dass wenn eine der, ich glaube, 100 größten Webseiten weltweit im Bereich von hunderten Requests pro Sekunde ist, dann ist es für neue Anwendungen wahnsinnig schwierig zu sagen, ich load-teste jetzt mit 10.000 Requests pro Sekunde. Weil das bedeutet 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Also wenn ich, selbst wenn ich sage, ich bin eine große Bank in Deutschland, habe 10 Millionen Kunden und die rufen einfach nur in meiner App, in meiner Mobile-App, den Kontostand ab, dann kommen nicht 50.000 User gleichzeitig und rufen jede Sekunde den Kontostand ab. 50.000, 50.000, 50.000. Dass ich also in 10 Sekunden schon eine 500.000 User habe, das bekommen die Chinesen hin mit Alipay. Alipay hat wahnsinnige Nutzerzahlen,
aber es gibt bei uns, und dann seid ihr hoffentlich nicht in diesem Talk, wenige Webseiten, die ansatzweise diese tausend, zehntausende Schritte irgendwie nachvollziehen müssen. Das heißt, was ihr vorhin gesehen habt, das war zwar schön zu sehen, dass man diesen Graph endlich mal sieht, aber das hat mit der Realität nichts zu tun. Ihr werdet sehr wahrscheinlich eher im Zehnerbereich sein und auch nicht pro Sekunde, sondern eher pro Minute, dass die eintreffen. Kommt natürlich ein bisschen auf die Anwendung darauf an oder was ihr macht. Und natürlich, wenn ihr schon eine Anwendung habt und historische Daten habt und ihr wisst, hey, wir haben viel, viel mehr Traffic, dann ignoriert, was ich gesagt habe. Aber normalerweise sind wir eben als Schärfung im Bereich von 10 Requests pro Sekunde oder pro Minute in diesem Bereich unterwegs. Und in dem Bereich stellt man fest, dass so ziemlich alle Amazon EC2-Instanzen auf einmal wieder passen. Und dass ich nicht mal 20 EC2-Instanzen brauche dafür, sondern dass ich mit einer General Instance schon sehr, 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 sehr weit komme. Und das ist nicht, weil ich das sage, weil ich will, dass ihr möglichst wenig EC2-Instanzen irgendwie hochfahrt, aber weil ihr die Daten habt, wenn ihr die Load-Tests runnt und runnt und ihr sehen könnt, hey, meine CPU auf der kleinsten Instanz, die ist bei 5% und ich kann damit sehr einfach meine 100 Requests pro Sekunde handeln. Und wenn ich mir anschaue, mein Memory-Verbrauch bleibt ungefähr ähnlich, meine Anwendung, ich habe hier die größten Schnitze mit SQL-Statements und so weiter rausgemacht, dann ist das sozusagen in Ordnung. Und dann müsst ihr nicht hochskalieren, immer denken, ich brauche jetzt irgendwie 50 Maschinen, sondern dann kann ich sogar mir denken, na gut, die Maschine ist vollkommen overdosed, ich kann sogar noch irgendwie die 5-mal kleinere Instanz nehmen, die ist immer noch in Ordnung und ich weiß immer noch, dass sie quasi diesen Traffic handeln wird. Und wenn ich weiß, jawohl, ich habe Black Friday, dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich den Black Friday handeln kann. Da muss ich auch die Instanzen größer rationieren. Aber so gehe ich datengetrieben her, lass diese Load-Tests laufen. Schau mir an, sind meine Load-Test-Runs valide? Ich mache einen Pushback an meinem Business-Chef und sage zu ihm, es wird sehr unwahrscheinlich sein, dass morgen 5000 Leute in der Früh um 8 Uhr alle gleichzeitig was einkaufen werden. Und wenn ich all das sozusagen befolge und diesen ganzen Prozess durchgehe, ein bisschen Expectation Management mache und mich nicht so sehr von absoluten Zahlen leiten lasse, sondern ein bisschen mehr von Realismus, dann müsst ihr hoffentlich am Ende des Tages keine Angst mehr haben, ob eure Java-Web-Anwendung skaliert, weil sie wird es, außer es gibt größere Schnitzer, die meist bei einer Datenbank irgendwo im Datenbankbereich sind, wo man hunderte SQL-Queries abschickt, die man nicht abschicken sollte, dann müsst ihr keine Angst haben, dass eure Anwendung skaliert, weil ihr habt die Tools, ihr wisst, wie man es interpretiert und damit komme ich mehr oder weniger zum Ende meines Talks. Ich glaube, mehr habe ich hoffentlich zu diesem, ich hoffe, der Prozess ist klar geworden. Mhm. Besten Dank, Marco. Wir haben eine Frage, die auch abgevotet wurde, und zwar, welches Tool nutzt du für die Durchführung der Tests? Also die Steuerung der Load, Probes und so weiter, oder was dir auch eben diese Diagramme generiert, magst du das noch zeigen? Ja, ich habe, es ist folgendermaßen, ich könnte diesen, das hätte ich vorher tun sollen, ich habe ein GitHub Repository. Wenn ihr sucht nach Marco Behler, JetBrains, High Performance Java heißt es auf meinem GitHub-Account und ich muss den Link gleich nochmal, suche den Link gleich selber noch und paste ihn vielleicht zu Fragen und Antworten. Ein bisschen Hintergrund dazu ist, die Chatty-Entwickler, die haben zwei Sachen geschrieben, und zwar einen Chatty Load Generator. Das ist einfach nur der Generator, der quasi ein HTTP-Client, der die Load erzeugt. Kombiniert mit einem zweiten Tool, der Chatty Orchestrator. Der Chatty Orchestrator haben die geschrieben, um quasi herzugehen, diese Maschinen hochzufahren, um die Anwendung zu deployen, um diese Grafiken zu erzeugen, diese Dateien zu erzeugen. Das kommt quasi alles aus dem Chatty Orchestrator Framework raus. Und ich muss mal ganz kurz schauen, ich mache kurz eine GitHub-Suche, Chatty Load Framework und Chatty Orchestrator. Schauen wir mal, ob ich das finde. Das ist das Chatty Cluster Orchestrator Projekt, das ist das eine Projekt. Das zweite ist das Chatty Load Testing Framework, Load Generator Project. Das sind diese beiden zusammen und die sind beide zusammengesponnen in meiner einen riesengroßen Java-Klasse, die ungefähr 10.000 Zeilen gefüllt hat. Und wer will, der kann mir gerne eine Nachricht schicken, vielleicht ist es so einfacher, an marco@jetbrains.com.
Und wir können doch diese Klasse durchgehen, weil das ist ein bisschen, das ist relativ viel Code. Ich habe aber auch eine README-Datei geschrieben. Und jetzt muss ich noch ganz kurz schauen. GitHub, Marco Behler, JetBrains, High Performance. Und ich glaube, es ist sogar Marco Behler. Das Marco Behler High Performance Java. Ich muss mal kurz noch meine eigenen Repositories durch. Ja, genau, das ist der Link. Der Link ist sozusagen GitHub.com, Marco Behler, High Performance Java. Das könntet ihr klonen. Da gibt es eine README-Datei dazu. Wenn es da Probleme gibt, das zu befolgen, dann bitte eine E-Mail an marco@jetbrains.com, dann können wir das quasi angehen. Aber im Endeffekt ist es eine Java-Klasse, die ihr gerade gesehen habt, die benutzt diese beiden Frameworks, diese Open-Source-Frameworks von den Chatty-Entwicklern und am Ende kommen diese Tools raus. Aber durch die ganze Klasse jetzt Step-by-Step zu gehen, das wird nochmal gute 20, 25, 30 Minuten dauern und da kommen wir leider nicht ganz dazu heute. Mhm. Dann von Reto die Frage, ist die Chatty-Tomcat-Konfiguration wichtig? Also ein Tomcat hat vermutlich Default MIO und 200 Max-Threads eingestellt, könnte im Load-Testing auch relevant sein, neben dem Blick auf CPU, RAM, Disk, Network. Ja, also zum Thema Tomcat Chatty oder zum Thema, eigentlich hat der Talk bis auf, sagen wir, die Garbage Collection Logs, die ich ausgelassen habe, kann man das natürlich für jeden Webserver, für jede Programmiersprache, für jedes Framework benutzen, wie man will, sozusagen. Also das ist eigentlich vollkommen unabhängig von dem ganzen Ökosystem, das man benutzt. Wenn es zu den Threads kommt, ist es so, ja, wobei ich dazu sagen muss, es ist ein sehr advancedes Thema, wo die Chatty-Entwickler normalerweise auch hergehen und davon abraten, zu sagen, wir versuchen den Threadpool zu optimisieren, weil ich habe mir das mal erklären lassen, also de facto ist auch der ganze Chatty mehr oder weniger schon reactive aufgebaut, dass ein Thread innerhalb eines Requests oder dass ein Request wirklich von 10 verschiedenen Threads bearbeitet werden kann. Und man kommt dann wirklich in ein ziemlich, ziemlich, ziemlich starkes Rabbit Hole, um zu verstehen, wo, was, wie, welcher Thread gemacht hat und wie sich die Thread-Size, die Thread-Pool-Size auswirkt. Das ist nochmal ein ganzes Thema für sich, wo mir auch die Chat-Entwickler davon abgeraten haben, größtenteils die Default-Werte anzufassen. Aber ja, auch das könnte man tun, wenn man in das Thema tiefer einsteigt und sich das auch nochmal genauer anschauen. Mhm. Von Simon die Frage, auf den ersten Anblick geht man ja davon aus, dass mehr Requests pro Sekunde länger brauchen, auch wenn es nur Millisekunden sind. Warum waren dann 5000 Requests einige Millisekunden schneller als 1000 Requests? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe dazu keine gute Antwort. Man muss dazu sagen, wir sehen die Antwortzeiten von der Probe, nicht die von den Loadern sozusagen. Und es kann durchaus sein, dass, weiß nicht warum auch immer, die Probe eben in diesem Mikrosekundenbereich mal 20, 40, 50 Mikrosekunden. Also wir sind ja immer noch unter dem Millisekundenbereich, wo die Antwortzeiten geschlackert haben. Weiß ich nicht genau, warum in diesem Testrun auf einmal diese Mikrosekundenunterschiede da waren. Aber auch da ist der generelle Hint sozusagen, dass das ignorierbar ist. Dass im Endeffekt auf diesem kleinen Niveau die Response-Zeiten mehr oder weniger gleich waren. Also was ich auch eben mit dem Plot am Ende zeigen wollte, dass für das in diesen wirklich 10, 100 Mikrosekunden ist es die gleiche Antwortzeit. Mhm. Java hat ja auch ziemlich viele Optimierungen, Ahead of Time Compilation und so weiter. Kannst du vielleicht etwas dazu sagen? Also gibt es irgendwie ein Warm-up bei deinen Tests, damit eben diese Optimierungen dann wirklich durchgeführt sind und man nicht mal optimiert oder unoptimiert misst? Der Test in der Tat, und das ist leider ziemlich verkürzt, der hat 10 Sekunden Warm-up, glaube ich, gemacht oder 10, 15 Sekunden Warm-up gemacht. Der Test selber 30 Sekunden Warm-up gemacht. Und auch da ist es so in echt, es wird keine perfekte Zahl geben. Also ich kann euch nicht sagen, lasst euren Test bitte genau 5 Minuten, 5 Sekunden laufen. Aber so als generell vielleicht 30 Sekunden Warm-up, 3 Minuten Load-Testing-Zeit. Und dann kommt es eigentlich nicht so sehr auf den einzelnen Test-Run an, sondern das auch, wenn ich den gleichen Test mehrfach wiederhole, die Testergebnisse Sinn machen. Das heißt, es kann auch gut sein, dass ich nicht nur
den 1000 Requests pro Sekunde einmal durchlaufen lasse, sondern ihn fünfmal durchlaufen lasse und mir dann anschaue, hat sich da grob was verändert oder sind alle Zahlen ungefähr ähnlich und sind die ungefähr solide? Und ich muss also quasi über verschiedene Testruns sogar mir ein Bild machen und nicht einfach nur einmal das durchlaufen lassen. Okay. Simon hat offenbar versucht, die JettyPerf-Dependency zu finden und er sagt, die gibt es nicht. Ist es richtig, dass man dieses Projekt selber klonen und bilden muss? Das ist richtig. Ja, das ist okay. Richtig. Das ist richtig. Da war jemand sehr schnell. Simon, sehr schnell dabei. Ja, aber die muss man selber bilden, ja. Gut. Genau. Was ich mich noch gefragt habe, also du hast jetzt gezeigt, wirklich ich sag mal, deine Implementation, die du getestet hast, ja. Also das System on the Test ist eigentlich extremst effizient. Also das verzichtet auf irgendwelche Frameworks, Abstraktionen oder Umsysteme mit Netzwerktraffic, der ja dann eigentlich um viele Größenordnungen langsamer ist. Kannst du etwas sagen aus realen Projekten, wie sich das in einem realen System, eben mit Umsystemen, mit Microservices und so weiter verhält? Ich habe, wenn man dieses Projekt, dieses Marco Bela High Performance, habe ich einen Servlet eingebaut, das nicht nur JSON zurückgibt, sondern auch, das auch Datenbankabfragen gegen AWS-Datenbanken macht, was schon mal ein Schritt in die realistische Richtung ist. Und ich habe das Ganze getestet in Vorbereitungen mit Datenbanken, mit mehreren, mit zwei, drei Servicen. Und das Problem, das man hat, ist folgt, und auch übrigens mit Spring Boot, also mit echten Anwendungen, mit Frameworks, mit Hibernate und so weiter, alles ausprobiert. Das Problem, wo man sehr schnell landet, und das ist, glaube ich, der große Takeaway, wenn ich mir Datenbanken nehme. Die Datenbank wird, wenn ich die habe, ihre Response-Zeiten, nenne ich es jetzt mal so, einfach ändern, je nachdem, wie viele Daten ich habe. Also man kennt es ja, man macht was unter Dev und das Query schnell. Unter Produktion auf einmal habe ich monströs viele Daten und die Query-Zeiten verändern sich. Auch die ganze Density der Daten, also sind es einfach nur Fake-Daten, wo ich einfach in der User-Tabelle 100 User reinlege oder habe ich wirklich realistische Daten, die sich irgendwo auf gewisse Tabellen verdichten und so weiter und so fort. Das heißt, das große Problem ist eigentlich, wo bekomme ich erstmal die ganzen realistischen Daten her für meinen Load-Test? Weil ansonsten habe ich ähnlich wie bei mir jetzt gerade wieder so eine Art CPU-Load-Test, wo ich einfach schaue, ich schicke 1000 SQL-Queries pro Sekunde raus, das scheint zu passen. Und stellt dann aber in echt fest, auf einmal, irgendwie scheint es doch nicht ganz so gewesen zu sein. Was die Frameworks anbelangt, wenn ich mir Spring Boot und Hibernate anschaue, die werden die Latenzzeiten definitiv verändern. Also da kommen dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, so 10er Millisekunden drauf Schritte. Also nur wenn ich Spring Boot, Hibernate, Abstraktion und so weiter habe, ist jetzt nicht die Welt. Aber ein Game-Developer oder ein Counter-Strike-Spieler oder früher hätte man gesagt, irgendwie, ich muss meinen Telekom-Provider anrufen, um noch die letzten 10 Millisekunden rauszuholen oder 20 Millisekunden rauszuholen. Wenn man ehrlich ist, in meinen vergangenen Projekten waren die Probleme nicht so sehr im Sinne von, habe ich 10 Millisekunden zu viel, sondern eher habe ich 100 Millisekunden oder Sekunden zu viel, eben weil es zu viele SQL-Queries waren oder weil zu viele Calls an verschiedene Microservices rausgehen. Und die sind natürlich immer der Killer, weil jeder Netzwerk-Call braucht irgendwie Zeit. Und deswegen ist das ist eben in meinem Vortrag nicht super gut vorstellbar, aber am Ende diese Punkte mit, was sind die echten User-Journeys, wo bekomme ich echte Daten her? Das ist vielleicht sogar noch der größte Punkt neben dem ganzen Prozess, welche Daten ich dann anschauen muss, technisch gesehen, um wirklich sagen zu können, das, was ich gerade gemacht habe, ist halbwegs valide gewesen. Gut, aktuell sind keine Fragen der Zuschauer mehr reingekommen. Ich würde sagen, ganz herzlichen Dank, Marco. Danke auch. Und ich muss noch ganz kurz loswerden, weil ich wirklich sehr viel mit den Chatty-Entwicklern hin und her geschrieben habe. Der Talk hätte ohne die Chatty-Entwickler nicht stattfinden können, weil ich auch wie viele andere schon in meiner Vergangenheit Load-Tests abgecheckt habe in Checkboxen und so weiter und ich nicht auf die Hälfte der Daten geschaut habe, die wir gerade angeschaut haben. Und deswegen gebe ich mir einen Danke an Sie und natürlich aber auch an euch, dass ich den Vortrag hier halten durfte.
Also ja, ganz herzlichen Dank an dich für die Idee und auch, dass du das so aufbereitet hast und dass du auch diese Tools jetzt da zur Verfügung stellst. Also ich denke, das ist sicher für einige von uns interessant, dann auch in der täglichen Arbeit. Jetzt, jetzt bin ich eine Slide zu weit. So. Ihr werdet im Nachgang nach diesem Event eine Nachfassmail bekommen mit einem Link auf ein Bewertungsformular. Wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr uns und Marco Feedback zukommen lasst. Ihr könnt da auswählen mit Radioboxes, ihr könnt aber auch qualitatives Feedback im Sinne von Freitext geben. Also bitte macht da mit, weil zum einen helft ihr uns und Marco auch daraus zu lernen für die nächsten Talks und Events. Und zum anderen könnte es sich für euch direkt lohnen, weil einmal pro Monat verlosen wir vom Arbeitgeber von Marco eine JetBrains Toolbox, die von JetBrains gesponsert ist. Also gleich doppelt interessant, um da mitzumachen. Ein Ausblick auf die nächsten Events. Ihr findet das unter www.jugch aufgelistet und ihr seht, das nächste Event, das im Moment da publiziert ist, ist erst im September. Also vor uns ist jetzt eine größere Sommerpause, wo wir wahrscheinlich andere Dinge tun, als irgendwie Vorträge zu hören. Es kann sein, dass der eine oder andere Vortrag noch zusätzlich publiziert wird, kurzfristig, einfach wenn sich die Gelegenheit ergibt. Wird dann aber auch über unseren Newsletter annonciert und schaut da auch auf www.jugch vorbei. Und ihr seht, das nächste, das sind die drei CH Open Workshop Tage, die in Bern vor Ort stattfinden, in Zusammenarbeit mit der Java User Group. Die sind publiziert. Und dann am 13. September ein Evergreen-Thema, Kommunikation zwischen Entwicklern und den Fachleuten und was die Raiffeisenbank da für eine Lösung gefunden hat. Unsere Events findet ihr als Video auf YouTube publiziert. Unter ytjugch kommt ihr auf diesen YouTube-Bereich. Normalerweise publizieren wir Videos immer am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Also ich gehe davon aus, dass Markus sich ins Zeug legt und auch diese Session hier ab nächsten Sonntag um 10 Uhr verfügbar sein wird. Mhm. Ihr könnt natürlich auch da abonnieren und die Glocke wählen, sodass ihr auch notifiziert werdet, sobald ein Video online ist. Wenn ihr gerne mitmacht in unserer Community auf Slack, ihr könnt euch anmelden unter slack.jugch. Und ich bin jetzt beim Dank. Also nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Marco. Ich weiß, du hast schon ein paar Mal für uns gesprochen. Also das heißt, unser Speaker präsent, das Java User Group Multitool, das hast du wahrscheinlich in mehrfacher Ausführung schon, nehme ich an. Also wir werden uns irgendwas einfallen lassen, was dich in München erreichen wird. Danke. Und natürlich vielen Dank an euch, unsere treuen Zuschauerinnen und Zuschauer. Es macht einfach mehr Spaß, wenn wir das auch für jemanden machen und nicht alleine sind. Und unsere Sponsoren, die hier aufgeführt sind, die seit vielen Jahren uns überhaupt das ermöglichen, dass wir wirken, vor Ort Events durchführen können oder eben auch hier die Online-Events. Und die gehen ab und wann vergessen, an die müssen wir aber auch da denken, wenn wir danken. Das sind die fleißigen Helferinnen und Helfer im Hintergrund. Also da ist Ursula vom Backoffice, die Anmeldungen immer verarbeitet und die Eventausschreibungen und natürlich Markus Fion, der jetzt heute Abend auch mit uns hier war im Hintergrund, die Regie gemacht hat und dann auch das Video schneiden wird. Ganz vielen Dank. Und ich bin wirklich jetzt bei der letzten Slide. Wenn ihr Lust habt, euch jetzt noch mit Marco oder uns auszutauschen, dann könnt ihr einfach dabei bleiben. Ihr werdet dann automatisch weitergeleitet ins WonderMe. Ihr findet das aber auch, falls es nicht klappt, unter wonder.jugch. In dem Sinne, ganz herzlichen Dank. Macht's gut, kommt gut durch den Sommer und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo wiedersehen. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss, Marco, danke. Tschüss.